Das mit der Ehe sieht gut aus. Mein Bruder hat sich jetzt eine neue Frau gesucht, mit der er sich verlobt hat. Ja, dieses katholisch und galizisch, das ist okay. Oh, ich habe ein lilanes Stück für meinen Thron bekommen. Oho. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Meine Artefakte sind alle noch ein bisschen schäbig. Ein Fell eines Hasen aus Kendall. Das Tier soll besonders großartig gewesen sein. Ja, ich nehme halt alles an so besonderen Sachen quasi mit, was aufploppt, an inspirierten Charaktereigenschaften und baller halt das maximale Geld rein, was ich habe, weil ich zu viel Geld habe. Das meistens auch, aber genau wie für mein Vertrauen in meine Familie, werde ich auch dafür selten belohnt. Oh. Ich habe meine Älteren, ich habe meine Tanten, die sind ja, also von meinem Vater die anderen, also das ist ja total weird. Ich habe von meinem Großvater geerbt und habe jetzt meine Tanten in so gewisse Gebiete rein verheiratet, weil die halt alle noch sehr jung sind. Die eine ist 14, die andere ist 9, die andere ist 5. Die eine ist verlobt mit dem Dude von Franzien. Die andere ist verlobt mit dem Herzog Odara von Genua. Und die andere ist verlobt mit dem Herzog Evad von Burgund. Also die werden alle schöne Titel kriegen. Ja, es ist schön für seine Familie zu sorgen, ne? Für eine, die sich nicht gegenseitig tötet, meinst du? Ja, ich dachte ja auch, das wäre eine gute Sache. Hallo, Herr Keksdieb. So, jetzt ist derweil in England, das ist ein bisschen schwierig gerade. Es ist in England nämlich ein Befreiungskrieg, der die absetzen will, die Königin da. Oder will er das? Nee, nur die Lehnsautorität. Okay, das ist ja noch erstmal kein Problem. Hat Maurice rausgefunden, wer seinen Vater ermordet? Nee, das habe ich nie rausgefunden. Nur wer meinen Sohn ermordet hat, aber nicht der Vater. Das ist bis heute ein ungelöstes Verbrechen. Wir auch nie mehr aufklären werden, weil die Person ist inzwischen wahrscheinlich selber tot. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz anbringen, dass ich jetzt einfach den süßesten Spitznamen aller Zeiten habe. Und zwar? Ich bin König Flayn, König der Mode. Wow! König der Mode ist schon geil. Ich bin einfach harmlos jetzt. Ich werde nicht mehr schlimm werden. Also, das können wir vergessen. Ja, ein bisschen, um noch mit meinen Kindsmördereien hier mitzuhalten, müsstest du dich ins Zeug legen, Pia. Ich will ja nichts sagen. Was ist nur aus der Inquisitorin und ihrem Sohn Gottes geworden? Wir mögen Kleidung. Aber dann würde das ja auch Sinn ergeben, dass wir hier in unserem wundervollen Wohnort erstmal noch mehr Geld ausgeben für unseren Hof. Stimmt. Geht's eigentlich Franzien? Franzien geht's voll gut. Der hat sich echt gut erholt. Erste Generatorin, noch fantastische Pfählerin und jetzt Fashion-Ikone. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Nachteil dran, also. Ihn dir auch an. Der sieht doch aus wie so ein schöner Mann. Ja. Mein Typ will jetzt Blei in Gold verwandeln. Das kann bestimmt nicht schief gehen. Was man halt so macht. Ja. Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. In der Tat. Nur die Reichen werden noch reicher und dies ist der gerechte Wandel des Lebens. Andere mit ihrer Gratis-Mentalität, ne? Hat sich sein Outfit geändert, seitdem ich den Titel hat? Oder hat er das von Anfang an? Es sieht schon sehr pompös aus.
Wien. Guck dir meine Blümchen an. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich finde ihn schon ziemlich prächtig. Hat sich geändert, hat der Chat gerade auch gesagt. Oh. König Flein, okay. König der Mode ist schon geil. Muss ich offen zugeben. War noch wunderschön, ne? Also schon, das ja. ist schon ein Ehrenmann, der Typ. Ja. Ich find's wundervoll. Galizien ist wunderschön. Aber was noch viel schöner ist, ist, dass wenn ich mir meinen Titel, meinen Königshof anschaue, dann sind wir jetzt gerade schon auf Hofpracht 72. Wir steigen gerade auf 88 hoch. Und wir haben mittlerweile Rang 2 der Welt. Wenn ich das mal kurz anbringen darf. Oh, und wir haben noch eine neue passende Krone jetzt gerade bekommen. Die ist zumindest schon mal grün. Das ist schon mal besser als die alte. Das heißt, ich schenke die Krone unseres Vaters. Schenke ich. Leider konnte ich kein Gold herstellen, nur gelbes Färbemittel. Ist ein bisschen enttäuschend. Und gerade, es war sehr amüsant, hat die Königin von England, nachdem ich gerade den einen Krieg gegen sie gewonnen habe, noch gesagt, Großvater, mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Und die Sekunde danach ruft sie mich selbst in den Krieg, um gegen den Aufstand zu helfen, in deinem Hals, weil wir auch verbündet sind. Die Situation in England ist ein bisschen komplex gerade, muss ich zugeben. Ich dachte, das hätte sich alles so easy erledigt gehabt. Nee, das ist alles sehr komisch gerade. Aber es wird sich noch easy erledigen. Ich werde einen Weg finden, hier alles zur Rechtschaffenheit zu kehren. Ich soll da oben helfen? Wie soll ich denn da hinkommen? Nach Hallstatt. Gott. Meine Verbündeten treiben mich ein bisschen in den Wahnsinn. Schon wieder? Ja. Was habe ich da gerade gekauft? Um 550 habe ich gerade einen gewöhnlichen Streitkolben gekauft. Naja, gut. Das war ja nicht so klug. Nee, die Waffe war nicht Mode. Das war eher einfach nur eine dumme Investition. Aber mein kleinerer Bruder, der braucht bestimmt noch ein Artefakt. Nimm den Streitkolben. Oh, die Romanze von Monteroso. Ein Buch, das berühmt ist über meine Dynastie. Also diese Investitionen funktionieren ja richtig gut. Das stelle ich jetzt auch auf meinem Königshof aus. Sieht's denn jetzt auf meinem Hof mit den unterschiedlichen Aufgabensbereichen aus? Wo ist denn mein Hof? Hofämter. So, und dann kann ich schon mal lernen, Sprachen zu lernen. Meine Frau spricht Hochdeutsch.
Dann versuchen wir mal Hochdeutsch zu lernen von ihr, damit wir uns mit ihr unterhalten können, wenn sie da ist. Diese Waffen sind keine Mods, nein. Die kamen als Update. Die ganzen Items und die ganzen Höfe und all das, dieses Intel, also dieser ganze Inventar und so weiter, ist ein allgemeines Content-Update von Crusader Kings 3 gewesen und ist im Basisspiel enthalten. Ist keine Mod. Ja, für manches davon brauchst du den DLC noch für den Königshof. Aber nur Teile. Wenn du den Hof ausstellen willst, genau. Aber nicht für alles. Ich komme nicht rechtzeitig zu diesem Hofaufstand hin. Der hat eingenommen. Ja. Ich bin instant losgelaufen. Ich kam einfach nicht rechtzeitig an. Weil das am anderen Arsch von Europa war. Ein Auflösungskrieg in England. Und jetzt kann ich meine Frau nicht heiraten, weil ihr Vater im Knast sitzt. Oh, jetzt wurde er freigelassen. Gut so. Ich wollte schon sagen, ey. Also, das geht ja gar nicht. Aber die mag mich direkt auf 100%. Sehr schön. Die hat mich geheiratet und war so, ja, geil. Welcher König ist das? Kastilien möchte sich einen Waffenstillstand von mir kaufen. Würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Kastilien ist doch, kann man sich doch gut snacken gleich mal. Nee, habe ich auch nicht vorgehabt. Aber meine Tante ist jetzt Kaiserin von Franzien geworden mit 16. Es hat sich doch rentiert, dass mein Vater so lange an Franzien geglaubt hat. Das stimmt, das stimmt. Offensichtlich. Ja. Das hat also sich doch gerade wieder einen Krieg an der Backe, wo er unterlegen ist. Der Franz, ja. Ich könnte ihm die Treue schwören. Nein, um Gottes Willen, wir unterwerfen uns nicht schon wieder irgendwo rein. Und er ruft mich in den Krieg. Warum hast du es verschrien, Mann? Ah, oh, Maurice. Was ist denn? Warum ist das jetzt? Ist das der gleiche Krieg noch? Auf null. Nein, übrigens ist das hier. Ah, der hat die Hauptstadt zurückgeholt hier. Der sagt, Alter, wenn meine Kriegsdinger auf, also zugemacht werden, meine Kriegsfenster, weil jemand mit mir Brett spielen möchte. Are you fucking kidding me? Kleppi, danke schön. Alter, 24 Monate auch schon. 2 Jahre bei Crusader Kings 3 dazugekommen und wird immer noch gespielt. Ja, gut, das Spiel wird es bei mir immer geben. Alter. Was tust du? Holy shit. Was machen sie? Ich danke dir erstmal für den fetten Resub und ich danke dir für 24 verschenkte Subs. Willkommen bei den Eumeln an alle Neuen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß in meinem Stream. Vielen, vielen lieben Dank. Der Oberäumel äumelt rum. Ja, ist halt echt so. Ich danke dir für den super krassen Support. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Danke, 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 danke schön.
Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Und danke schön, Togaras. Vielen lieben Dank für die 22 Monate und ganz viel Spaß auch an dich weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Wir wandern nach oben, um da im Krieg zu helfen und hoffen, dass das was wird. Ich mache mir da ja eher Sorgen gerade, aber... Okay, dieser Titel, der König der Morde, ist ein König Titel... König der Morde bin eher ich. Aber das ist ein Titel, der vererbt werden kann. Geil. Das ist ein richtiger Titel. Das ist ja cool. Ich könnte den auch, glaube ich, zu meinem Haupttitel machen. Dann wohne ich quasi im Königreich der Mode statt in Galizien. Wie witzig ist das denn? Jetzt heißt das Reich Mode. Wow! Was ist das denn? Wie kriegt man das? Ich hatte das jetzt auch das erste Mal. Königreich der Mode. mit einem eigenen Wappen und alles. Ja. Wie kommt das denn? Das ist literally ein eigener Titel. WTF? Kommt das her? Wie geil! Es gibt einen Geheimkomplott gegen mich. Aber es gibt auch genug Vasallen, glaube ich, immer noch, die mich nicht mögen. Das könnte aus dem Hofausbau kommen, oder? Das ist irgendeine Mischung. Ich hatte auch eine Entscheidung tatsächlich, wo ich quasi was mit Mode anklicken konnte. Und dann hatte ich das als Entscheidung gewählt. Das ist ja cool. Also ich gewinne auf jeden Fall den Grausamkeitsaspekt, wenn ich der Inbegriff von Start von Fast Fashion bin. Willst du das denn? Nein. Was ist denn deine Mode, für die du als König der Mode so stehst? Das sind jetzt schwierige Fragen. Der treue Teufel trägt Pia. Ich find's mega witzig. Das ist ja großartig. Ich bin begeistert gerade, ja. Aber mein Hof ist auch ziemlich crazy, ne? Also... Ich habe Rang 1 mit meinem Hof erreicht mittlerweile. König Flayn, der König der Mode von Mode, ist der Königshof, hat den Titel Rang 1 unter den 98 der ganzen Welt. Auch vor Kaiser Gottfried und Kaiser Henry. Geil. Ich bin begeistert. Ich auch. Albern, wir verteidigen hier die ganze Zeit England gegen irgendwelche Kriege, nur damit wir es uns danach selber holen können. England ist ja komplett zerrissen, seitdem du dich damit eingemischt hast. Ich werde jetzt aber die Königin von England erziehen. Ich werde ihr Ehre und Anstand einschärfen, der künftigen Gattin meines Sohnes. Hofprachtstufe 10, Maurice. Geil. Wir haben es. Wir sind perfekt. Was habe ich jetzt davon? Ich glaube nichts, außer Bragging Rights. Du kannst halt jetzt das mir reinwürgen, das hast du davon. Geil. Was ja auch was ist.
Das ist auch was. Oh, ich sehe schon echt mächtig aus jetzt mit 19. Mit 19, also ich sehe jetzt langsam schon aus wie ein richtiger König. So pompös, wie ich aussehe, könnte ich sogar fast ein Kaiser sein. Auf einmal respektierst du so die Titel nicht mehr so wie vorher. Wieso, ist mein Onkel? Selbst schon zum Kaiser aufschwingen. Nein, meine Tante und mein Onkel sind in Franzien, aber ich will ja nichts von denen wegnehmen. Ah, okay. Nein, nein. Das war ja nur ein generelles, mir würde ein Kaisertitel auch stehen. Okay, ja, das stimmt natürlich. Kaiser der Mode. Kaiser der Mode, siehst du? Genau das. Ja. Bei Kaiser der Mode sehe ich mich auch. Dazwischen gewinne ich mal wieder einen Krieg für den Kaiser von Franzien, so wie man es kennt. Der wird wirklich, der ist nur noch wegen dir an der Macht, muss man wirklich mal so ehrlich sagen. Ja. Aber meine Dynastie bekommt auch 8,8 pro Monat an Bekanntheit. Ist nicht schlecht. Ich bin dann bei 6,7. Ist etwas enttäuschend eigentlich. Endlich kann ich hier in Kastilien auch mal was ausbauen, ey, holy shit. Und endlich auch mal die Burg entdeckt für sich. Ich gewinne euren Krieg für euch. Dabei muss ich eigentlich gleich kriegen, kämpfen. Ach, aber Fortschritt, nächste Phase, Feindseligkeit, geil. Dann ist Krieg führen in der nächsten Phase vom Ringen sogar besser als in der jetzigen. Das stimmt. Dann kann ich mir ja noch ein bisschen Zeit lassen. Pias Heere sind weltweit bekannt, in schrillen Looks aufs Felde zu ziehen. Aber sie sind bekannt. Ja. Ich habe jetzt meinen Sohn zum Leibwächter gemacht. Das wird bestimmt mich nicht irgendwie. In deiner Familienhistorie? Ja. Nein, ich vertraue ihm. Sancho, der Unbesiegbare, ist ein guter Mann. Puh. Ein ehrbarer Mann, ein rechtschaffener Mann. So, meine Ehefrau ist jetzt auch meine Seelenverwandte. Ich habe eine wundervolle, perfekte Ehe, die hier gerade läuft. Ja, meine Frau, also deine ehemalige Tochter da, oder Schwester ist es ja jetzt, ist zwar nur halb so alt wie ich, aber ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie trägt jetzt auch so Königreich der Modezeugs, auch so sehr Blumenaufdruck und sowas. Ja, kommt ja aus meiner Familie, ne? Genau, genau. Ja, die kleidet sich auch modisch. Ja, finde ich gut. Es ist ja, also, ne? Jung, schön, modebewusst, was immer mehr in einer Frau. Es ist auf 100%, bitte nimm es einfach an, damit ich meine Armee wieder zurückziehen kann. Danke. Finally.
Es gibt einen Neuankömmling an meinem Hof, eine gewisse Hämmer. Eine Gesandte, die meine Bekanntschaft Kaiser Gottfried des Heiligen Römischen Reich geschickt hat. König Flayn, mein Lehnsherr kam zu Ohren, dass ihr eine Person von besonderem Interesse beherbergt. Stefana hat einen legitimen Anspruch auf Herzogtum von Kärnten. Kaiser Gottfried verlangt höflichst die Rückgabe dieses abtrünnigen Untertanen. Ich schicke Hämmer aus dem Saal, während mein Rat sich mit dieser Forderung auseinandersetzt. Was sollen wir tun? Ich könnte stattdessen auch Goto schicken. Ich habe drauf geklickt. Ich habe irgendeine andere von niedriger Geburt hingeschickt. Ups. Ui, Kaiser Gottfried hat's rausgefunden und findet's nicht so gut. So viel zur Respekt vor dem Kaisertitel, ne? Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt und überfordert mit manchen Sachen. Ich bin noch jung. Ist das Upsi. Hier in England eigentlich? Warum ist das Dankeschön, so krass? Dankeschön, Jadan, für die 26 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, Kastilien. Ich kann dem nicht das Königreich von Kastilien da übergeben, weil dann ist er ja auch unabhängig von mir. Nee, das wollen wir nicht. Das kann ich dem gar nicht holen. Ich will das Königreich von Kastilien haben. Na, wir warten mal, bis der Ringenkomplott da fertig ist. Lass mich mal hier nochmal einen anderen Krieg erklären in der Zwischenzeit. So, wir haben den einen Krieg hier gewonnen, das ist gut. Das, woran mein Vater gescheitert ist, den Krieg habe ich jetzt nochmal erklärt. Und ich habe diesmal meine ganze Armee ausgehoben. Sehr gut. Ich bin nicht noch einmal so absurd. Hier. Und gehe Risiken ein. Oh nein, weg hier. Wenn wir da oben gewinnen, das wäre schon geil. Kommen wir da weg? Nee, kommen wir nicht. Verdammt. Wir haben da oben gewonnen. Die Engländer kommen hier mit rein. Warum überrennst du nicht die ganzen kleinen Reiche und erweiterst dein Reich? Welche ganzen kleinen Reiche? Und warum sollte ich so zwanghaft mein Reich erweitern? Ich habe doch alles, was ich brauche. Mode. Gott, wir schaffen das hier nicht. Weil die Großvater, stimmt. Sind. Diese Pfeifen, ey. Ah, oh, komm. Diese KI immer, es ist manchmal so oh schlimm. Oh mein Gott, das ist der modische Konflikt gegen Tarifa. Hey, wir schaffen es doch noch. Wir schaffen es gerade so. Ich habe diesen Titel noch nie gesehen. Ich finde es großartig. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, auch geil. Nicht. Der modische Konflikt. Jetzt haben wir hier sie richtig weggeschlachtet. Knapp, aber gut. Ich würde gern meine Hauptstadt weiter ausbauen, aber ich kann nicht. Und das nervt mich. So, Leute, jetzt ist die Frage, wie holen wir uns England? Erziehen wir die Königin von England nach unserem Gutdünken und hoffen, das klappt? Oder lösen wir das Verlöbnis auf mit unserem Sohn und kämpfen jetzt einfach um den Königreichstitel? Was dann uns tatsächlich mehrere Ruhmstufen
kostet, weil wir dann sehr ehrlos sind, weil niemand weiß, dass ja die englische Königssippe die schlimme ist. Oh, meine Frau ist schwanger. Wundervoll. Hast du noch gar keinen Erben? Ich bin ja erst 21. Ja, mein Bruder ist mein Erbe im Zweifelfall. Aber ja. Ich bekomme jetzt gerade erst einen Erben. Das Königreich von Mode braucht einen modischen Erben. Ach, die kämpfen auch mit Kamelen. Die sind echt crazy gefährlich, ey. Holy shit. Also, obwohl ich wesentlich mehr Armee habe, ist das echt nicht so ohne, gegen die anzukommen. Es wird gegen mich ein Komplott geschmiedet. Wer kann es wagen? Oh, wir haben eine Statue. Großartig. Ach, die sind schon ausgestellt. Nell, Leibwächter. Und Vorkoster. So, das heißt, ich kann die Truhe der Monterosen-Dynastie kann ich einmal auch weitervergeben. Das ist nur Druckmittel. Ah nein, jetzt ist der da schon wieder nach oben mit der Armee weggelaufen. Die Armee... Ah. Junge, wat? Herzog Oveco glaubt halt ernsthaft, dass er einen Anspruch auf mein... Seine ganze Dynastie ist tot. Die verbünden sich jetzt alle gegen mich. Wer? Die Muslime, gegen die ich Krieg führe. Ah, ja, das machen sie gerne. Diese Kamele sind echt krass. Die sind echt richtig unangenehm. Meine Frau hatte eine Frühgeburt. Wir haben leider doch kein Kind bekommen. Ach, meine Schwester ist gar nicht verlobt noch. Rav Boudoir will eine Fraktion gegen mich machen und eine Auflösungsfraktion. Kannst du es wagen? Wie sieht's denn in England gerade aus bei dir? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich sie versuchen soll, die Königin zu einer guten Frau zu erziehen oder ihr das Reich einfach abknöpfe. Ist alles schwierig. Aber gerade werden Fraktionen gegen mich gegründet. Und da muss vorgegangen werden gegen. Puh, die sind alle schwach. Es wird länger brauchen, bis wir wieder einen Kreuzzug haben, ne? Der war gerade erst. Ja. Schwierig. Schwierig.
Und sonst gibt es irgendwie nicht wirklich irgendwas, wo ich meine Tochter, meine Schwester noch reinsetzen kann gerade. Schwierig. Alles schwierig. Wie oft muss ich eure Armeen eigentlich zerschlagen, damit sie zerschlagen bleiben? Ich frage für einen Freund. Jetzt läuft der da oben wieder an mir vorbei. Jetzt steht der da oben und geht mir da oben auf die Nerven. Und ich habe kein Belagerungsgerät mehr, weil er mir ja vorher mein Belagerungsgerät abgeknüpft hat. 46 Tage, 2 Monate. Na gut, aber ich bin vor ihnen fertig. Immerhin. Immerhin. Wäre der Titel Kaiser von Iberien nicht extrem modisch? Ich kann mir kaum etwas Stilistischeres vorstellen. Mein Chat motiviert mich gerade, Maurice. Ja, ich merk's schon. Aber meine so viele auch. Schlachten, wie ich hier gerade führe, sollte ich doch eigentlich ohne Probleme, also wirklich ohne Probleme, unser Ringen weiterbekommen. Stimmt, es ist ja, glaube ich, auch gleich auf Feindseligkeit. Ja, in 3 Monaten beginnt Feindseligkeit. So, ich habe das Gebiet endlich eingenommen. Gott, das war ja wirklich ein Unfall. So, mein Sohn. Ach, du bist da oben, ne? Wie ist denn... Ach, das ist in Kastilien. Ich glaube, das ist eine Schnapsidee hier mit, wie lange gilt dieser Waffenstillstand noch? Ich sollte mich nicht auf andere Leute verlassen, weder auf diese 9-Jährige noch auf meinen eigenen Sohn. Ich glaube, wir sollten uns selbst England holen. So, gibt es in meiner Familie jemand, dem noch ein Titel stehen würde? Tot. Dadurch, dass wir auch so viele Nonnen und so weiter hatten, ist das alles gar nicht so einfach gerade. In 42 Tagen ist dieser Waffenstillstand ausgelaufen. Ach, das trifft sich ja. Das trifft sich ja sehr interessant, für wahr. Kann kein Zufall sein, wird geschrieben. Ja, in der Tat. Und das Ringen ist übergegangen. Feindseligkeit. Meine beiden Brüder sind jetzt. Ja, jetzt habe ich auch sie gerade erwischt, wie sie stehlen will. Sie wird auch direkt wieder hinterlistig. Ich mache sie mal noch demütig und dann haue ich ihr Reich weg.
Dankeschön für die 100. Da sieht man, dass der Apfel nicht weit vom Stamme fällt. Sie ist offensichtlich des Teufels. Wie ihre beiden Eltern. Wer schon wieder? Oh Gott. Die Königin von England, die 9-Jährige inzwischen. Das ist einfach... Dieser ganze Zweig der Familie ist verrottet. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Nee, da muss man jetzt einfach mal... Da muss jetzt einfach mal Ordnung geschaffen werden, Leute. Der morsche Ast des Stammbaums wird geschrieben, ja. Feindseligkeit ist es, ne? Mhm. So, Ringenkonflikt. Ach, da kriege ich ja halb Kastilien. Das trifft sich ja gut. Derweil wurde mein Cousin in Jerusalem gefangen genommen. Meine Frau ist schwanger geworden. Der Krieg, den ich hier gestartet habe, war offensichtlich gut. Er ist nach Gottes Wunsch. Auf jeden Fall. Dieser komische Jerusalem möchte gern König, hält sich echt immer noch, obwohl er halt nicht Jerusalem hat. Er ist halt total der Loser. Er ist halt vom Kreuzzug eingesetzt als König von Jerusalem, aber er hat nur die Gebiete um Jerusalem und in Jerusalem sind immer noch Scheich Umayya, der 3-mal so stark ist wie er. Das ist ein bisschen, also ist eigentlich auch eine Schande für die Christenheit. Das ist der Klassiker, aber wir tun trotzdem so, als wäre er der König von Jerusalem. Er ist der König, ja. Natürlich. Ne? Also, das ist halt auch ein bisschen klassisch Katholiken. Jerusalem wird in den Chat geschrieben. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ein ganz schlimmes Wortspiel. Moralisch verwerflich. Passt hier gut rein. Ich bin echt eigentlich sehr zufrieden mit meinem König der Mode. Er braucht jetzt echt noch einen Erben, aber sonst. Nur ist es halt nicht wirklich schrecklich geworden. Außer, dass wir sehr oberflächlich sind und auf Kleidung gehen die ganze Zeit. Aber sonst. Aber was willst du machen? Also, ich habe halt versucht, RP-technisch immer so zu spielen, wie meine Charaktere das halt von mir wollten. Und obwohl ich ultrakatholisch angefangen habe. Das stimmt. Wurde es mir nicht ermöglicht. Ich meine, ich hätte ja wieder einen katholischen Herrscher gehabt. So, das ist ja das Absurde. Mein Vater wäre ja einer gewesen, religiöser, eiferer, mitfühlend und keusch. Der ist nur gestorben, bevor ich ihn übernehmen konnte. Er ist schrecklich gut gekleidet. Wow, Chat. Ich habe tatsächlich gerade noch gesehen, dass es tatsächlich auch noch einen weiteren ganz schlimmen Weg gibt. Dadurch, dass diese Königin von England, die war ja mit meinem Sohn verlobt. Ja. Das Bündnis habe ich gebrochen, aber er zählt jetzt immer noch als ihr Erbe. Das heißt, wenn ich jetzt diese 9-Jährige einfach abmurksen würde, dann würde tatsächlich mein Sohn König von England. Ich hätte eine Frau für ihn. Ja, also nachdem er sich gerade von diesem Teufelsweib gelöst hat, ist er durchaus im Markt, sage ich mal. Aldara Samueles de Monteroso, meine 16-jährige Schwester, zufrieden, ruhig, ein bisschen sprunghaft, aber hübsch und eine erkenntnisreiche Denkerin. Oh, das ist natürlich durchaus... Und 16 Jahre alt, ne? Also ja, jung und schön, wir haben es schon festgestellt. Die Problematik, die ich ein bisschen daran sehe, ist, fällt er aus der Erbschaft, wenn er jetzt heiratet, bevor er geerbt hat? Eine gute Frage, aber ich werde jetzt wahrscheinlich so oder so mir England auf dem klassischen Weg holen. Ja, dann biete ich sie dir an. So, ich muss hier kurz mal... Ist für mich natürlich auch großartig, wenn meine Schwester auch endlich unter den, wie sagt man, ja, heiratet halt. Unter die Haube kommt. So, komm ihr hier in die Hauptstadt. Dann kriegst du nochmal eine hübschere Frisur hier. Wo
müssen uns hier, glaube ich, ein bisschen vorkämpfen, Schritt für Schritt. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist doch... Kreuz und Info für Maurice. Ne? Genauso war es auch im echten Kreuzritterstaat. 1187 hat Saladin Jerusalem erobert, aber danach gab es immer noch das Königreich Jerusalem ohne Jerusalem. Verwandt? Ja, passiert. Ja, passiert, ne? Oh, da kommen meine Verbündeten. Auch dass England unser sein möge. Mein Sohn ist intelligent und stattlich. Die Dummheit aus meiner Dynastie ist gewichen. Bei mir ist ja auch die Hässlichkeit weg. Das ist auch, freut die Sanchos allgemein sehr. Du hast dir ja auch ziemlich gezielt schöne Frauen gesucht, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, natürlich. Wir haben einen Erben. Meine Freunde, wir haben einen Erben. Es ist schön. Ich kann es nicht glauben, dass diese Dummheit jetzt weg ist. Solange sie nicht Zwillinge sind, ist es weit genug auseinander. Und wenn es Zwillinge sind, dann will Gott das so. Das ist wahr. Genau wie Gott ja auch den Bischof wollte. Dass er dir ein Gottesgeschenk machte. In Gottes Namen halt. In Gottes Namen halt. Ab jetzt nur noch schlaue Gänse. Ja, das. Und es passt halt alles irgendwie jetzt nicht mehr so, ne? Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Ich genieße das Spielen sehr. Ich liebe Crusader Kings 3 und es macht unfassbar viel Spaß gerade. Zieht mal Truppen nach. Auf, auf. Ah, da kommen noch Verbündete. Sehr gut. Die Sanchos verraten sich jetzt gegenseitig. Mein Ratsspitzel Sancho der Luxuriöse ist auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Bruder Sancho der Unerwünschte hat. Er hat eine Affäre. Sowas aber auch. Dankeschön, Schnee im Sommer, für die neuen Monate. Ja, die Sanchos fressen sich gegenseitig. Vielen lieben Dank. Das ist super nett. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Alter, ich werde gerade richtig weise. Meine Bildung geht gerade ins Unermessliche hoch. Bildung kann man richtig krass, den kannst du am besten von allen Werten steigern. Das finde ich natürlich auch faszinierend. Du kannst da richtig krass hohe Werte immer erreichen. Aber dass du Flüchtlinge wegschickst, wenn sie den falschen Glauben haben, das hast du beibehalten. Das war wohl die dominante Familientradition. Ich habe das so, ohne es zu kommentieren, habe ich das heimlich weggedrückt, aber meinem Chat ist es aufgefallen. Der Chat, dem fällt alles auf, vor allem moralische Verfehlungen. Ja, also eine moralische Verfehlung ist ja auch ein hartes Wort dafür. Ja, das stimmt, das stimmt. Was bringt einem der hohe Bildungswert? Frömmigkeit. Und Frömmigkeit ist tatsächlich eine sehr wertvolle Ressource, weil du damit unter anderem Gold vom Papst kriegen kannst. Und du kannst es direkt in Gold umwandeln. So. Der Krieg um England, wir nennen ihn den Krieg für die Rechtschaffenheit. Der Krieg für die Rechtschaffenheit. Der eine Sohn wird dann der Erbe von England oder wie, ne? Ja. Das ist großartig. Weil ich habe ja nur den einen Sohn, das heißt, der erbt halt alles. Ich habe dann jetzt zwar mehrere Königreiche, aber da ich nur einen Sohn habe, kriegt der alles. Ach, meine Schwester ist mit deinem Haupterben verlobt. Ja, ja. Verheiratet. Ja, das ist ja...
Das ist ja, das müssen wir ja feiern. Das, ich dachte, das wäre halt einer der Söhne und ich dachte mir, ich da kommt zu einer guten. Einen, weil der eine den anderen umgebracht hat und ich den dann dafür in den Wahnsinn und in den Tod gefoltert habe. Und er ist jetzt der Jüngste quasi. Ja, genau. Oh. Das ist der Einzige, den ich noch habe, weil die anderen in den Wirrungen der Moralität zu Tode gekommen sind. Oi, oi, oi. Ich habe 4 Töchter, die haben sich alle nichts zu Schulden kommen lassen. Aber der eine Sohn beging so manche Missetat und dafür wurde er gestraft von mir. Ich hoffe nur, ich kriege jetzt nicht noch einen Sohn. Ne? Das wäre dann ein bisschen ein Problem. Aber den kann ich ja auch enterben notfalls. Ne, du hast auch designierter Herrscher, oder? Stimmt, kann ich auch noch machen. Das macht alles nochmal ein bisschen leichter. Hallo, Kastilien. Und hallo, England! Seht, wie das Königreich Aragon sich nun über die britische Insel erstreckt. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch noch das Königreich von Valencia schaffen. Habe ich jetzt schon genug für ein eigenes Großreich? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Nee, ich habe jetzt 3 Königreiche. Wie viele braucht man? 3 Königreiche und 80 Gebiete und ich habe 71. Das lässt sich doch wohl noch hinkriegen. Oh, ich habe nicht mal ansatzweise genug. Ich habe halt ein Stückchen Land habe ich gerade zu viel. Eines. Erobere Irland und Schottland schon, hast du genug. Ja, in der Tat. So. Gut. Dann wollten wir das ja noch ganz gebührend feiern. Oh. Schön. Am Königreich der Mode feiere ich immer gern. Ja, das hoffe ich doch. Wir haben großartige Verpflegung, ne? Also tatsächlich, wir haben, wie heißt das so schön? Wir haben ausgedehnte Unterbringungen, exotische Verpflegung, Haute-Couture-Mode und endlose Dienerschaft. Geil. Also wenn man bei mir nicht gut feiern kann, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt witzigerweise tatsächlich auch recht fette Hofartefakte, weil ich jetzt halt alle von England mitbenutzen kann. Und hier so richtig. Muss man nur ein bisschen aufpassen, weil sicher werden sie jetzt alsbald versuchen, mich abzusetzen. Bestimmt, ich sehe es doch kommen. Alter, meine Prestigepunkte gehen einfach noch weiter hoch. Es hört nicht auf. Ja,
So. Ich würde gerne mehr Geld produzieren. Ich kann aber nicht mehr ausbauen. Doch hier. Stückchenweise. Dann fange ich jetzt an, Santiago weiter auszubauen. Wie es aussieht. Weil meine Hauptprovinz ist mittlerweile so dermaßen krass. Oh, du hast einen katholischen Kriegsorden gegründet. Ja, die Johanniter. Oh. Oh, ich erziehe immer noch die Königin von England, die ehemalige. Jetzt wird sie fleißig. Ach, das ist jetzt alles schon Aragorn da oben. Alter, du bist ausgerastet. Heilige Scheiße. Ja, durch meine schäbigen Tricks habe ich mir England halt gesichert. Also ich meine natürlich für die Rechtschaffenheit und so. Für die Rechtschaffenheit? Ja. Ach, Königin Ida ist schwanger, wundervoll. Was brauche ich für einen Kriegsorden? Kriegsorden braucht recht viel Gold und Frömmigkeit. Und du darfst nicht selber im Krieg sein. Eigentlich mehr als ich. Und ich muss denen halt auch ein Gebiet übergeben, ne? Genau, aber du kannst ihnen, wird meistens eine Stadt, also du musst keins von deinen Burgen abgeben dafür, du verlierst da nicht so viel dadurch. Ich brauche mehr Geld und mehr Glauben dafür. Ich habe das Geld andersweitig investiert. Ich kann es nicht glauben, dass meine Burg einfach eine höhere Festungsstufe hat als Konstantinopel. Das ist schon geil. Aber die Entwicklung ist, glaube ich, trotzdem nicht so hoch. Wie hat er das denn? Ich habe diesen einen Winz-Muslim hier angegriffen und auf einmal kommt der mit 10.000 Mann. Oh, ich habe ein Dynastievermächtnis gerade noch. Fangen wir hier ab. Ja, jetzt wollen wir auf jeden Fall einflussreiche Städte haben. Erwischt. Ja, einen nach dem anderen. Das ist schön. So. Oh, jetzt muss ich da mit einer Untertanen Krieg führen. Ist nicht ihr Ernst. Dankeschön, Mienex, für die 12 Monate. Warum? Ganz viel Spaß hier weiterhin. Sie war unzüchtig und wollte sich aber von mir nicht einkerkern lassen. Gemein. Ne, das hatte ich auch schon oft. Die wollen sich immer nicht einkerkern lassen. Ja, ist richtig frech.
Der König von Wales schenkt mir Geld. Ich finde das gut. Ach geil, das ist auch die einzige, die gegen die Großteilung ist bei dem Volk. Wie passend. Das habe ich erst jetzt gesehen, ich schwör's. Chat kann es ja bestätigen, sowas. Ich habe es wirklich erst jetzt gesehen. Wirklich. Dankeschön, Daniel, für die 19 Monate. Natürlich. Ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön. Ah Gott, ich habe Zwillinge bekommen. Halt, stopp, ich muss ganz kurz Namen finden. Katharina und Vasco. Mal. Benannt. Jetzt habe ich hier Zwillinge. Sie ist intelligent und hübsch und er ist wunderschön und intelligent. Was habe ich für krasse Kinder? Eine Sippe, ey. Ich krieg die Brutmutter einfach nicht aus mir raus, nee, ne? Das nee. Ist... Ich kriege die Brutmutter einfach nicht aus mir raus. Was war die beste Kreation, die du dir je gezüchtet hast? Ja, ich habe den reinen Blutperk in meinem einen Run rausbekommen. Also dieses reinblütige Blut plus drei Tier 3 Dinger. Das war halt schon anders wild. So. Und da war der ganze Stammbaum wirklich nur noch ein Kreis. Da war nichts anderes mehr drin. In 8 Jahren haben wir das Gottesgnadentum in der galizischen Kultur. Dankeschön, DK, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Aber ich glaube, das größte Kultstück quasi, also am meisten Shoyoka-Kult, ist auf jeden Fall der Name Muscat. Ich weiß gar nicht, kennst du die Geschichte davon? Nein, ich glaube nicht. Ich bin als besoffene Herrscherin durch ein Event von einem meiner Ratsdudes, der wirklich nicht toll war, bin ich geschwängert worden, weil ich mit dem besoffen geschlafen habe und hatte dann die Möglichkeit, eine versuchte Abtreibung durchzuführen und die hat nicht geklappt. Aber diese Abtreibung beim Event wäre halt, der Versuch bestand darin, dass ich halt Muskatnuss zu mir genommen habe. Und das Risiko bestand halt irgendwie zu 3%, dass ich sterbe und 30%, dass es klappt und irgendwie, was weiß ich, schieß mich tot, 65%, dass es nicht klappt. So. Und das Kind hat halt überlebt und deswegen habe ich es bei der Geburt dann Muskat getauft. Dieses Spiel erzählt so schöne Geschichten einfach. Dankeschön für die 50 Bits. Der war dann aber gar nicht so schlecht zum Schluss. Das war ja das, eigentlich das Meme dahinter, dass ich den echt nicht wollte. Aber der echt gar nicht so schlecht war dann, der Sohn. Deswegen ich gebe jetzt meinen Enkelkindern schon Namen, von denen ich hoffe, dass sie Sancho der Treue und Sancho der Loyale. Ich hoffe, dass diese Namen auch fruchten und bei diesen Kindern auch einen Drang auslösen, so zu sein, wie ich sie benenne. Der eine ist Spindeldür, ne? Das war ein bisschen doch zu viel Inzestliebe. Ja, dann... Aber nur der eine. Der andere ist kerngesund. Ja, und der schöne ist Spindeldür. Ich wollte gerade sagen, der hat die Stattlichkeit und die Dürre gleich... Die Brutmutter gibt und die Brutmutter nimmt. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Oh, der Fluch von Brixen war auch geil. Oh ja, da war ich ja dabei. Das war furchtbar. War eine denkwürdige Geschichte. Ja, wahr. Aber das ging nicht nur einmal so, ne? Also, Brixen hat mich über mehrere Spielstände gemobbt. Du warst bei einem der Spielstände dabei.
Ja, aber ich erinnere, du hast damals dich auch ausgelassen über die anderen. Ich entsinne mich noch sehr gut. Es war eine gute Zeit. Aber ich sehe, du hast den Krieg gegen deine Tyrannei sehr gut niedergeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch meine Erbteilung, habe ich quasi umgesetzt auf Großteilung. Es gibt auch die Möglichkeit, Haus Senex vererbt das älteste Mitglied eures Hauses, all eure Titel. Das ist auch wild. Es gibt die sonderbarsten Erbfolgen, ja, wenn man möchte. Das ist auch echt crazy. So, mein Sohn ist rauflustig. Dann werde mal ein kleiner Kriegsherrscher. So. Die ist erstmal im Gefängnis. Ja, ist ein kleiner Rabauke. Wir sind halt, ich komme halt noch nicht ins Spätmittelalter, ne? Erst in 6 Jahren. Erst in 6 Jahren. Na gut. Freunde ich mich sogar an. Mit dieser Königin von England, die ich abgesetzt habe, die ich erziehe. Das ist ein bisschen sonderbar. Meine Frau hat Gicht bekommen. Das ist traurig. Oh, wir haben jetzt einen Gemeinderat. Was tut der Gemeinderat? Was tut es? Sag es mir. Das weiß ich auch. Gemeinderat erreicht den maximalen Malus für bestehende Entwicklungen nun bei 35 Entwicklungen. Dann werden einfach deine Städte vielleicht schneller ausgebaut insgesamt. Nee, größere Siedlungen müssen immer komplexere Probleme bewältigen. Einen Teil der Autorität auf örtliche Räte zu übertragen, erlaubt es, solche Dinge zu klären, ohne den König damit zu belästigen. Katholik und die movaldische Bevölkerung in Grafschaft von Placentia liegen sich in den Haaren. Nutzen wir diese Gelegenheit, schlägt man Ratsverwalter Favalando vor. Werben wir bezahlbare Soldaten aus den Reihen der katholiken Milizen an. Und wenn sie ihre Ausbildung in ihrer Heimatgemeinde fortsetzen, kann es auch nicht schaden. Vielleicht sollten wir sie sogar dazu ermutigen. Lass sich Placentia brennen, um diese gewalttätigen Fanatiker anzuwerben. Naja, das hatte ich auch oft. Jetzt kannst du ein bisschen Hass schüren. Nee, aber das bin ich nicht. Ich bin ehrlich. Das stimmt. Wobei Hass kann ja auch eher was Ehrliches sein. Aber nicht, wenn du ihn bei anderen heimlich schürst. Das stimmt natürlich. Habe ich jetzt ein bisschen hier verkalkuliert. Wir haben das gleich. So. Ich würde halt so gerne. Also wir entwickeln hier schon die ganze Zeit weiter. Aber ich würde halt so gerne meine Stadt weiter ausbauen. Und ich kann nicht. Es gibt nicht. Ich kann halt hier oben die Städte kann ich versuchen weiter auszubauen. Aber ich bin einfach in meinem Ausbau schon zu weit fortgeschritten. Meine Gebiete kommen nicht mehr hinterher. Ach, die Gräfin ist aus meinem Verlies geflohen.
Ich kann ihr den Titel aberkennen, weil sie geflohen ist. Jetzt wird sie mir den Krieg erklären. Und alle Vasallen, die ihrer Meinung sind, werden sich mit ihr gegen mich verbünden. Ich bin gespannt, wie viele es sein werden. Nicht so viele. Na gut. Aber ich muss Herzogtümer loswerden, sehe ich gerade. Mein Spiel sagt mir, dass ich zu viele Herzogtümer habe. Ich habe das Buch der galizischen Ritterlichkeit geschrieben, by the way. Ja, deine Leute sind ja auch tatsächlich nobel. Ja, es ist blau geworden. Ich habe jetzt tatsächlich, also die Königin von England, ich habe sie zu einer so anständigen Person erzogen, dass es nachwirkend eigentlich echt daneben ist, dass ich das Reich mir gewaltsam geholt habe. Sie ist jetzt meine Freundin, sie ist demütig, fleißig, großzügig und nachdenklich. Also, sie wäre wahrlich eine ehrbare Königin gewesen. Sie ist auch immer noch, Herzogin von Essex, es geht ihr schon ganz okay und so. Sie hat jetzt kein schlimmes Leben, nachdem ich ihre Schwester umgebracht habe, ihre Mutter, ihren Vater. Nee, ihre Mutter nicht, die ist an Altersschwäche gestorben. Ah, na dann. Was machst du jetzt mit ihr? Ich habe gerade überlegt, ob ich ihr noch irgendwie, vielleicht kann ich sie noch irgendwie einen höheren Titel ihr später geben, dass ich ein wenig gut mache, dass sie, was ich ihr alles genommen habe. Was müssen Erzeugwarte eigentlich können, damit die gut sind? Das weiß ich auch nicht. Ich habe die alle noch nicht so durchschaut, die... Oh geil, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe einen Perk, dass Ratsmitglieder aus meinem Haus geben mir Werte. Das heißt, der Rat der Sanchos ist jetzt tatsächlich eine Spielmechanik. Oh.